Heute möchte ich dir diese Oakitel Modell BT20 Smartwatch vorstellen. Ja, und wenn du auf der Suche nach einer Smartwatch bist mit einem Display von 1,96 Zoll Touch-Display, wasserdicht, 5.2 Bluetooth, jede Menge Sportarten, Schrittzähler, Herzfrequenzmesser und, dann bleib dran, denn bereits nach einem kurzen Intro gibt es mehr dazu. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Kurz gesagt TTKW. Mein Name ist Josh Vinzenz und heute geht es um diese Oakitel Smartwatch. Ja, eine Smartwatch mit 1,96 Zoll Touch-Display, wasserdicht, Bluetooth 5.2 mit über 100 Sportmodi und das Ganze für derzeit unter 50 Euro. Ich habe dir die Smartwatch unten mal verlinkt, kannst du reinklicken und kannst dir nähere Details holen, technische Details, welche ich dir jetzt hier vielleicht im Video nicht benenne. Aber ich würde sagen, wir packen sie mal aus und schauen sie uns einfach mal etwas näher an. So, was ist alles enthalten? Zum einen eine Bedienungsanleitung in verschiedenen Sprachen, unter anderem in Deutsch. Wir haben ein USB-C-Ladekabel. Ja, des Weiteren haben wir ein Kautschuk-Armband mit Dornenverschluss. Und wir haben die 1,96 Zoll Smartwatch. Das Gehäuse ist aus Kunststoff. Wir haben hier links zwei Tasten. So, drücken wir unten auf die längere, geht die Smartwatch an und wir drücken hier mal auf Deutsch und müssen dann diesen QR-Code abscannen, um uns die App auf das Smartphone zu laden, damit wir das alles bedienen können. Ja, das ist unser Hauptdisplay und hier sehen wir die nötigsten Daten. Wir können dann nach links scrollen und haben dann unsere wichtigsten Apps, die können wir uns so einstellen, wie wir das brauchen. Wir können nach unten scrollen und haben dann Telefon, wir haben die Einstellungen, den Nachtmodus, haben noch einen Player und so weiter. In den Einstellungen können wir hier die Bildschirmanzeige, Batterie, Vibrationsassistent, Sprache, den QR-Code, um die App auf das Smartphone zu laden. Ja, dann die Zeiteinstellungen, Passwort und so weiter. Also das können wir alles hier bei den Einstellungen einstellen. Wenn wir nach oben scrollen, haben wir dann hier unsere Nachrichten. Also wenn wir WhatsApp oder SMS-Nachrichten bekommen. Scrollen wir nach links, haben wir hier unsere aktuellen Daten. Wir haben den Herzrhythmus, wir haben unseren Schlafmodus, wir haben das Wetter, unseren Musikplayer und dann haben wir hier jede Menge Sportmöglichkeiten, die wir uns einstellen können. Radfahren, Bergsteigen, Laufen, Basketball, Badminton, Fußball, Seilspringen und wir können über die App natürlich noch viel, viel mehr Sportarten hinzufügen. Dann können wir hier noch weitere Einstellungen hinzufügen, wie zum Beispiel Herzfrequenz, oder die Daten und so weiter. Also wir können das hinzufügen oder können es auch wieder entfernen, wie wir das sozusagen möchten. Ja, hier haben wir natürlich auch den Kalorienverbrauch, die Schrittzahl, das Ganze nach 7 Tagen, die Distanz nach dem ganzen Tag, ja, und wie gesagt, nach 7 Tagen. Und auch hier den BPM, wir haben den Durchschnitt, wir haben den Herzfrequenzbereich
Und auch im Schlaf können wir das genauso, also über die ganzen Tage, uns hier anschauen. Ja, das sind erstmal so die wichtigsten Funktionen der Uhr. Das Armband können wir ganz einfach befestigen durch diese enthaltene Feder. Wir setzen das einfach auf der einen Seite ein, klicken auf der anderen Seite mit dem Fingernagel oder mit einem anderen Stück dagegen und ihr seht, es rastet ein und können das natürlich dann mit der anderen Seite auch machen. Auch wieder auf einer Seite anhängen und dann hier dagegen drücken. Und schon ist das Armband eingerastet und wir können die Uhr tragen. So, das war meine kurze Erklärung zu dieser Smartwatch, also meine ganz kurze Vorstellung. Wenn ihr technische Details dazu wollt, dann klickt einfach auf den Link, welchen ich unten eingefügt habe. Da könnt ihr euch weitere Rezensionen von Käufern durchlesen und könnt aber auch euch technische Details noch holen. Oder schreibt sie unten in den Kommentaren, vielleicht kann ich sie euch auch beantworten. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen. Ciao und arrivederci, dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was ich dir hier eingefügt habe und bestimmt auch interessant für dich ist. Ciao und bis gleich im nächsten Video.